Hotdogs, schöne saftige Hotdogs. Hier gibt's die besten Hotdogs. Sie sind gut, sie sind heiß und nicht teuer. Aha, was kostet denn so ein Gerät? Wenn sie gar nichts kosten, wär's für uns am Supis. Nicht teuer heißt $3 pro Stück. Wie wär's, wenn wir auf denen ein bisschen Musik fiedeln? Dafür gibt's doch sicher einen für lau. In Ruhe und verschwindet von meinem Bar. Und was belegt das raus? Dann sind wir fort. Es gibt was zu essen, meine Schätzchen. Es ist Essenszeit. Junge, mir bin die Schläuche. Leckerschnack wäre doch ein Snack. Wer bekommt jetzt was zu essen? Natürlich meine kleinen Babys. Ein Löffelchen für Daddy und ein Löffelchen für... Oh. Wer seid ihr denn? Volle Kelle, Alter. Oh, oh. Ihr gehört nicht zu meinen Babys. Ihr gehört dahin, wo ihr herkommt. Hey, psst. Kommt mal hier rüber. So, Jungs, ihr wollt also bei dem Club mitmischen, umsonst essen und von dem Wärter verhätschelt werden, hab ich recht. Da habe ich genau das Richtige für euch. Eine Verkleidung als Guinea-Schwein von Simbabwe. Die Schweine, die letzten Monat hier abgehauen sind, waren die bevorzugten Lieblinge des Wärters. Ihr Käfig wartet nur auf euch, meine Freunde. Hier wird es euch bestimmt gefallen. Für 2 große Scheine könnt ihr alles haben, ist sonst doppelt so teuer. Sind wir des Wärters ihm seine Lieblinge? Ja, das wird vielleicht ein Spaß da rollt er schon an, der Futtermann. Ich glaub, mich tritt ein Pferd. Meine kleinen Guinea-Schweinchen sind wieder da. Wieso habt ihr mich verlassen? Ja, wir freuen uns auch, dass wir wieder da sind. Hab ich nicht recht? Wir sind reuevoll wieder zurückgekommen und es tut uns leid. Sehr leid. Wie wär's mit Futter? Es gibt erst morgen wieder was. Man soll nicht mit vollem Magen schlafen gehen, das wisst ihr doch. Licht aus, gute Nacht, meine kleinen Schätzchen. Hallo, meine lieben Freunde. Ihr seid neu hier, was? Ihr seht lecker aus. Ich meine nett. Ich glaube, wir werden uns sehr gut vertragen. Ich bin nämlich ein großer Freund von kleinen Guinea-Schweinchen aus Simbabwe. Was ist denn das für ein Bettvorleger? Wir sind doch nicht mit jedem per Du, nur weil er auch in Abschiebehaft sitzt. Was glaubst du, wer du bist? Kackst du oder hast du immer so große Augen? Hey, Lumpi, fang das Stöckchen! Und jetzt bring's brav zurück. Slex, du riechst wie alte Frau unterm Arm. Hey, Sturmlocke, sachte, war doch nur ein Spruch. Wir sind große Hundefreunde. Hier ist dein Stöckchen retour. Jetzt, nachdem wir Freunde sind, werde ich euch zum Abendessen verspeisen. Ich liebe frische Guinea-Schweinchen. Tut mir leid, aber hier liegt ein Missverständnis vor. Wir sind nämlich von Grund auf Enten. Ausgezeichnet, schmeckt besser und ist einfacher zu essen. Wie denn? Mit einem Löffel? Ihr habt eigentlich ganz recht. Wäre das wohl besser? Hey, Bock auf Bowling? Bowling mache ich dich nass. Ihr macht wohl Witze. Ich bin ein Profi, dann esse ich euch hinterher. Ich hole die Kegel. Wenn ich gewinne, verspeise ich euch. Und wenn du verlierst, bekomme ich deine Powermatte. Wir sind im Geschäft. Der hat wohl echt einen harten Anschluss. Falle die Botania, Pfiffi! Und abgerollt! Matte her! Sack! Pauch! Also schön. Mal sehen, ob ihr auch Pfeile werfen könnt. Hey, cool. Echt? Ich wollte schon immer mal so einen schönen Ausgefransten haben. Wenn ich gewinne, kriege ich meine Haare zurück und ich werde euch fressen.
her, dein Schwanz gehört mir hier, dein Schwanz gehört mir hier, dein Schwanz gehört mir hier. Was meint ihr, Leute? Machen wir einen kleinen Abstecher nach Las Vegas? Klasse Idee! Ich hab ihn! Noch ein Spiel, doppelt oder nichts beim Vogel abschießen. Willst du auch noch deinen Rotzkolben verlieren? Du Nase. Hello, Kölalaf! Ich bin Pfiffi, der löwige Baubau! Ich brauche keine Spiele, um jemanden zu fressen. Ich fress euch einfach alle, angefangen bei diesem Pinguin. Ich doch, ich bin gar kein Pinguin, ich bin eine Made. Und Löwen essen keine Maden. Der Zoo ist nichts weiter als eine billige Karnevalsveranstaltung. Alles nur verkleidete Maden, die sich als wilde Tiere ausgeben. Na schön, dann sind sie eben alle verkleidet. Was macht das für einen Unterschied? Habt ihr eine Vorstellung davon, was echte wilde Tiere kosten? Das kann sich doch wirklich kein Mensch leisten. Jeder von uns trägt irgendeine Verkleidung. Hier, ich zeig's euch. Tada! Ja, ich bin in Wirklichkeit nur ein Huhn. Bark, bark. Und da ich nur ein Huhn bin, bin ich ganz versessen auf Maden. Hey, würdet ihr wohl so nett sein und mir mein Zeug wiedergeben? Kannst du knicken, die Friese ist getuckert. Eine Wette ist eine Wette und du hast verloren. Tja, selbst einer mit einem langen Ausgefransten kann am Ende der totale Lutscher sein.